Du bist 52 Jahre alt, du hast über 450 Profispiele, also Wahnsinn, eine große Fußballlegende. Und du bist aktuell sportlicher Leiter bei Alkmaar 93. Herzlich willkommen im Live-Talk, Richard Goltz. Zweiter Lockdown, extrem nervig. Erzähl mir mal ganz kurz, wie geht ihr bei Alkmaar 93 aktuell mit der Situation um? Ist natürlich schwierig jetzt im Moment, das alles einzuschätzen. Training ist soweit natürlich reduziert auf Zoom-Meetings und individuelle Laufpläne. Du hattest auch, ich glaube, ein Interview während des ersten Lockdowns gegeben, wo du gesagt hast, diese ganze Corona-Geschichte ist auch eine Herausforderung, eine Chance für den Amateurfußball. Wie stehst du jetzt so in diesem zweiten Lockdown? Wie siehst du das so mit ein bisschen Abstand betrachtet? Wie ist der Amateurfußball so generell damit umgegangen? Wie hast du das gesehen? Ja, man kann jetzt natürlich schon mal die ersten Erfahrungen irgendwo analysieren. Und ich muss tatsächlich sagen, in dem Moment, wo wir Zuschauer wieder auf die Anlage lassen konnten, sind ja viele gekommen, aber im Grunde nicht so viel, wie es möglich wäre. Also man merkt schon auch so ein bisschen Verunsicherung bei den Leuten. Auch in der Bundesliga sieht man, dass in einigen Stadien auch also in dem Moment, wo noch Zuschauer möglich waren, bei weitem nicht alle gekommen sind. Also mittelfristig ist es vielleicht eine Chance für den Amateurfußball, eben ein paar Zuschauer abzugreifen, die aus dem Profifußball kommen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Weile dauert, bis die Stadien wieder richtig voll sind und die Leute sich wohlfühlen, mit 70.000 anderen Leuten im Stadion zu sitzen. Und da bietet der Amateurfußball natürlich schon eine gute Nische. Da sind die Abstände möglich. Da kann man auch extrem guten Fußball sehen. Das könnte eine Chance sein, aber bis dahin müssen die Vereine das erstmal überleben. Richard, lass uns über deine Rolle bei Altona 93 sprechen. Wie fühlst du dich wohl? Wie bist du angekommen? Was ist aktuell so deine Herausforderung? Sportlich ist es ja sicherlich ausbaufähig, aber dieses Jahr ist ja irgendwie komplett verrückt. Gib uns mal so einen kurzen Einblick in deine Arbeit und deine aktuellen Themen. Ich bin also offiziell auch nicht angestellt, sondern macht das der Einfachheit halber auch einfach auf Beratungsbasis. Also ich bin Berater, sportlicher Berater des Vorstands und in der Funktion versuche ich in allen möglichen Bereichen, also vornehmlich im Sport natürlich auch zusammen mit dem Trainer die sportliche Leitung abzubilden. Und da geht es natürlich primär, gerade am Anfang, als alle Verträge neu zu machen waren, geht es natürlich darum, eine Mannschaft auf Platz zu stellen und die Rahmenbedingungen dafür, dass der Trainingsbetrieb vernünftig läuft und alles, was eben wichtig ist, eben auch um die Mannschaft herum zu organisieren und zu gestalten. Ein Thema, wo ich sage, wo Altona wirklich extrem Nachholbedarf hat und was, glaube ich, auch eine wichtige Weiche für die Zukunft ist, die Jugendarbeit. Vereine wie ETV, Norderstedt haben es hinbekommen, da in den Top-Ligen zu spielen, ETV in der Bundesliga, Norderstedt in der Regionalliga. Warum tut sich Altona und nicht jetzt erst seit kurzem, sondern seit Jahren so schwer, in diesem Jugendbereich Fuß zu fassen? Weil eigentlich bringt der Verein ja sehr, sehr viel mit. Klar, die sportliche, also die ganzen Anlagen, die Sportanlagen, die waren bis dato nicht so gut, aber da hat sich jetzt ja auch in den letzten Jahren was getan. Wie kann ich mir dieses Thema vorstellen? A, wie fokussierst du dich auf eins statt irgendwie fünf Themen oder hältst du überall die Bälle hoch? Und welches ist davon wirklich das Wichtigste und was kannst du im Jugendbereich machen? Ja, also Tatsache ist, dass also es wird gute Arbeit gemacht, aber unser Ziel ist ja eben auch, dass wir im Grunde auch aus der Jugend Kandidaten haben für die erste Mannschaft oder den Weg dann über die zweite Mannschaft in die erste Mannschaft. Also das ist ein mittelfristiges Ziel. Wir haben jetzt gute Bedingungen mit dem Trainingsgelände in der Bauerstraße seit ein paar Jahren und damit ist schon mal der erste Schritt getan. Ganz wichtig in dem ganzen Konstrukt auch der Gedanke, Andi Bergmann mit einzubringen, der eben seine Erfahrung aus den verschiedenen Leistungszentren, in denen er gearbeitet hat, mit einbringen will. Und auch wir gesagt haben, ja, wir wollen die Zusammenarbeit, und das ist dann natürlich Andis Part, mit der Jugend intensivieren, beziehungsweise dann über Trainerfortbildung und gemeinsame Trainings dann auch sehen, dass wir ja einfach da noch ein bisschen mehr Input geben und natürlich einfach die Verbindung zwischen der ersten Mannschaft und dem Rest des Vereins, da wo es sinnvoll ist, auch
zu intensivieren. Wir haben ja zum Beispiel auch im Training schon den einen oder anderen Spieler aus der zweiten Mannschaft gehabt, auch schon bei uns gespielt, in der ersten Pokalrunde zum Beispiel. Also da versuchen wir einfach, die Verbindung noch enger zu halten. Und eben dann, und das hat Andi gesagt, da hat er total Bock drauf, auch Trainerfortbildung zum Beispiel zu machen und auch sich mit den Trainern auszutauschen aus dem Nachwuchs. Haben traditionell geführte Vereine wie Altona ohne das große Geld eine Zukunft im Profifußball? Ja, wenn man die Regionalliga als Profifußball betrachtet, und das würde ich, ja, haben sie. Aber die müssen sich natürlich auch weiterentwickeln. Und so wie Altona jetzt gerade aufgestellt ist, würde ich sagen, spielen wir in 2030 nicht in der Regionalliga. Also wir müssen uns weiterentwickeln, aber die Chance ist da. Da, wo die richtigen Entscheidungen getroffen werden, da ist auch meistens der Erfolg. Und da muss man halt gute Entscheidungen treffen, aber eben auch die Rahmenbedingungen verbessern. Und das müssen wir, ohne Frage. Vermisst du den SCF? Sportclub Freiburg ist natürlich ein wahnsinnig charmanter Verein, ein sehr professioneller Verein. Ich habe 8 Jahre in Freiburg gespielt, war mit meiner Familie da sehr glücklich. Ist eine tolle Stadt, tolles Klima. Als Großstadtmensch ist es dann auf die Dauer ein bisschen zu klein. Du kennst ja nach 2 Jahren jeden. Aber ich habe da sehr gerne gelebt und gespielt. Also so von der Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, war das nicht zu schlagen. Wirklich, war eine tolle Zeit. Wir sind auch abgestiegen, sind wir aufgestiegen. Zwischendurch haben wir sogar UEFA Cup gespielt. Also das ist toll, dass der Verein das auch schafft, nach wie vor immer wieder ja, da im Konzert der Großen mitzuspielen. Richard, vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Sehr, sehr spannende Einblicke. Bleib gesund, das ist das Allerwichtigste. Und dann freue ich mich, ja, dass es bald hoffentlich im neuen Jahr wieder losgeht. Und ja, bis dahin alles Gute. Danke, hat mir großen Spaß gemacht mit euch.